Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen im Städtischen Museum in Kitzingen. Mein Name ist Thomas Schneider. Ich bin der Leiter des philosophischen Gesprächskreises Die Denkinsel hier im Hause. Unser philosophischer Gesprächskreis Die Denkinsel ist eine Gelegenheit, unser Menschen- und Weltbild zu erkennen, zu überdenken und zu erweitern. Vorbild für uns war und ist das von dem französischen Populärphilosophen Marc Sade im Jahre 1992 in Paris begründete philosophische Café. Auch wenn wir im Gegensatz zu ihm meistens einen roten Faden, das heißt ein vorgegebenes Thema haben, so sollen sich unsere Themen trotzdem immer an den Wünschen der anwesenden Gäste orientieren. Wir wollen mit diesem Gesprächskreis die Lust am Selberdenken wecken. Grundlage ist zunächst der eigene Erfahrungsschatz der Teilnehmer. Und nur, falls uns selbst nichts mehr einfällt, nehmen wir die Literatur der großen Dichter, Denker und Philosophen zur Hilfe. Aber das ist in der Vergangenheit, muss ich sagen, noch nie passiert. Unsere Praxis im Gesprächskreis zu philosophieren ist also nicht abstrakt und unverständlich, wie man es oftmals der Philosophie zuschreibt. Das Städtische Museum Kitzingen bietet mit der Denkinsel also ein Forum des gemeinsamen Gespräches zwischen Mitbürgern, welche gewohnte Gedanken überdenken und hinterfragen möchten, Interesse am Ausprobieren neuer Gedanken und neuer Gedankenwege haben und sich auch mal trauen, ungeordnete Gedanken mitzubringen oder auch mit nach Hause zu nehmen. Der Gesprächskreis besteht bereits seit 2008. Treffpunkt ist in der Regel an jedem letzten Donnerstag im Monat im Foyer um 18 Uhr. Der Einstieg ist unverbindlich und jederzeit möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Zum Ausgleich allerdings erwarten wir von den Teilnehmern die Bereitschaft an einer rationalen Kommunikation. Sie sind also alle herzlich eingeladen, die Denkinsel zu betreten und unsere philosophischen Abende mit ihrer Anwesenheit und ihren Wortbeiträgen zu bereichern. Zwei-, dreimal im Jahr laden wir externe Referenten zu unseren Abenden ein, sowie auch heute Abend. Ich freue mich, dass ich heute Abend begrüßen kann Martin Finger, Freidenker und Utopist. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Geld. Seine Diplomarbeit hat er zum Thema Komplementärwährung ausgeführt. Und ich gebe das Wort nun weiter an unseren Referenten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich heute Abend vor Ihnen im Endeffekt reden darf und ein paar Gedanken zum Thema Geld und vor allen Dingen zur Entstehung des Geldes ausführen kann. Natürlich sind nicht alle Gedanken sozusagen von mir zuerst gedacht, sondern ich habe mich auch von anderen inspirieren lassen. Deswegen gleich am Anfang so ein paar Literaturhinweise. Was besonders spannend ist aus meiner Sicht, ist im Endeffekt David Graeber, Schulden, die ersten 5000 Jahre. Um tatsächlich einen ganz anderen Blick auf das Geld zu bekommen, für die Entwicklung, wie hat sich Geld über die Jahrtausende im Endeffekt hinweg tatsächlich entwickelt, was sind die sozusagen einzelnen Stadien, die da erkennbar sind, im Gegensatz zu dem, was Adam Smith als schöne Geschichte geprägt hat, von der Tauschwirtschaft zur Geldwirtschaft, die im Endeffekt eine freie Erfindung war, um sozusagen plakativ eine Geschichte zu erzählen. Und ein anderer, Silvio Gesell, der sozusagen im letzten Jahrhundert, 1920 ist dieses eine Buch, seine gesammelten Werke, Band 11, wo er angefangen hat herauszustellen, dass das Geld, was wir zu dieser Zeit und im Endeffekt heute immer noch haben, bestimmte Probleme verursacht. Das heißt, dass dieses Geld nicht optimal dafür da ist, um noch den Menschen zu dienen. Aber darauf gehe ich gleich noch weiter ein. Beginnen werde ich letztlich daran, was Geld ist und wie diese einzelnen Elemente sich sozusagen zusammengefügt haben. Das heißt, wir gehen tatsächlich zurück bis in das, also für diese einzelnen Geldfunktionen, das heißt die Preisfunktion, Zahlungsmittel, was wir heute üblicherweise benutzen und auch das Thema der Wertaufbewahrung, die nicht immer mit dem Geld selbstverständlich verbunden war.
Aber wie gesagt, ich gehe einfach von oben los, das Thema der Preisfunktion. Heute ist es für uns üblich, dass wenn wir in einen Supermarkt gehen, dass dort Preise am Regal stehen und wir diese Dinge einfach für dieses Geld kaufen können. Aber dass es überhaupt normal ist, dass sozusagen an Waren ein Preis steht, dass etwas bepreist wird, ist sehr, sehr lange her. Hier habe ich mal so ein bisschen die Begriffe aufgeschrieben, weil der Silberscheckel liegt im Endeffekt 3500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, über 5000 Jahre in der Vergangenheit ist das im Land Sumer, also bei den, bei den Sumerern ist sozusagen nicht Geld eingeführt worden, sondern einfach eine Rechengröße. Das heißt, dort gab es große Tempelanlagen, in der die natürlich irgendwie eine Art Buchführung beginnen wollten. Das heißt, sie brauchten etwas, damit sie alles, was sie geliefert bekommen, was sie an Bauwerken, was sie an Reparaturen zu machen haben, das alles irgendwie sozusagen in Zahlen darstellen konnten. Und da ist der Silberscheckel letztlich eine, sozusagen die Einheit, das Maß, wie viel Silber brauchte man, um noch eine sehr reale Größe, und zwar einen Sack Gerste, einen Sack Gerste zu kaufen, zu erwerben, zu auszutauschen oder einfach nur den Preis drauf zu schreiben. Aber das alles ging nicht darum, dass man den im Supermarkt einkauft, weil klar, das alles gab es noch nicht, sondern es ging primär darum zu sagen, okay, wie viel ist unser Kornspeicher und wie viel können wir damit leisten? Weil wenn man sich das hier anschaut, die Sumerer hatten einen sehr starken Bezug zu dem 12er-System, deswegen auch die 60. Und diese 60 Minnen waren sozusagen, also ein Sack Gerste umfasste 60 Minnen und eine Minne entspricht sozusagen der Mahlzeit eines Tempelarbeiters. Und sozusagen, ich kann mit einem Scheckel einen Tempelarbeiter einen ganzen Monat ernähren. So war im Endeffekt das Maß aufgebaut. Das heißt, diese Abstraktion, die wir heute haben, wenn wir im Supermarkt irgendwas 1 oder 2 Euro kostet, das hat tatsächlich sehr real angefangen. Und zwar in Mahlzeiten sozusagen für einen Tagelöhner, wie sehr ich einen Tempelbeschäftigten sozusagen ernähren muss. Und daraus hat sich dann später nach und nach sozusagen die Abstraktion ergeben. Dann hatte man eben sozusagen diesen Silberscheckel und mit dem hat sich, also erst dann darauf basierend, so Stück für Stück, hat sich überhaupt so eine Preisfunktion herausgebildet. Weil im Normalfall damals lebten die Menschen ja eher noch in Subsistenzwirtschaft. Das heißt, sie hatten gar keine Notwendigkeit zu rechnen, wenn ich jetzt das gegen den austausche. Und man hat sich entweder nachbarschaftlich geholfen, im Endeffekt gegen Austausch, weil man war sich dann verpflichtet. Aber diese Schuld ist nicht bemessen worden. Deswegen, Gräber spricht ja auch sehr stark von Schulden, die sozusagen mit solchen Zahlen dann irgendwann bewertbar, also überhaupt darstellbar waren. Und dann waren diese Schulden nicht mehr abstrakt, von wegen ich schulde dir einen Gefallen, du schuldest mir einen Gefallen, sondern es hat sich dann nach und nach entwickelt, sozusagen immer technischer, das an der Stelle aufzubauen. Und wir können uns das nicht mehr wegdenken, weil selbst wenn wir in Gefängnisse gehen, Menschen, die sozusagen zu dem Zeitpunkt kein Geld mehr zur Verfügung haben und sich dann Währung herausbilden, da sind oft die Ökonomen, stellen sich hin und sagen, ja, das ist doch der Beweis dafür, dass sozusagen Geld ein ganz natürlicher Prozess ist. Nein, es ist nicht. Es ist nur im Endeffekt, der Mensch ist gewohnt inzwischen mit Geld so zwangsläufig umzugehen, so wie wir heute gewohnt sind, mit Handys zu telefonieren, dass wir es sozusagen, wenn wir es mal missen, wieder versuchen, das herzustellen, weil wir das, was wir aus dem aktuellen Leben haben, wie praktisch es ist, einfach mit Geld zu bezahlen und eben nicht dem Kassierer irgendwie noch einen Gefallen zu schulden am Supermarkt und zu wissen, oh, in 2 Monaten muss ich da irgendwas für tun, sondern es ist in dem Moment, wo ich die Sachen kaufe, ist der Prozess abgeschlossen. Ich bleibe nichts schuldig. Ich löse sozusagen die Beziehung sofort wieder auf. Das ist sozusagen eben der geschichtliche Griff, wie gesagt, die Preisfunktion, so für mich das erste Bild, wo dieses Element alleine entstand. Wie gesagt, es gab keine Märkte, es gab keine Notwendigkeit für die Menschen, tatsächlich den Scheckel im Alltag in irgendeiner Form zu benutzen, weil die Leute normalerweise überhaupt nicht mit Silber in Kontakt gekommen sind, geschweige denn, dass sie dieses nutzen konnten. Und dann mache ich gleich den nächsten Sprung sozusagen zur Funktion des Zahlungsmittels. Wie ist im Endeffekt diese Eigenschaft, dass sozusagen Geld benutzbar wurde, dass Geld, dass im Endeffekt Geld und Ware irgendwie einen Austauschcharakter bekommen hat. Und auch da ist es spannend, sich in der Geschichte genauer umzuschauen, eben auch wieder im Gräber, sich die Anekdoten anzuschauen,
Die Geschichte ist nicht, was wir heute oft hören, so von wegen freie Märkte, die entstehen so fast automatisch, man müsse überhaupt nichts dafür tun. Ist doch selbstverständlich, dass jeder seine Ware und seine Arbeit und so weiter zum Markt trägt und sich bezahlen lässt. Nein, das ist nicht natürlich. Das ist sogar sehr stark erst benutzt worden. Das heißt, da wird es spannend, wie Gewalt, wie Armeen, wie Soldaten sozusagen in die Verbindung mit Geld und Macht und Staaten kommen. Weil hier ist es so, geschichtlich, wenn man sich das anschaut, wann sozusagen ein Zahlungsmittel entstanden ist, es war eine Notwendigkeit. Es gab sozusagen schon Staatsgebilde, damals halt in irgendeiner Form monarchisch geprägte. Und die hatten das Interesse, eine Armee aufzustellen oder ihre Beamten zu bezahlen. Aber wie sollten sie das machen? Weil wenn die Leute alle in Subsistenz wirtschaften, die machen ihr eigenes Getreide, ihre eigene Kleidung irgendwo, aber die sind doch nicht bereit, ein Heer auszurüsten. Die Waffen, die produziert werden muss, der Schmied, der sich spezialisieren muss, dann auch diejenigen, die im Endeffekt nicht nur der normale Schneider, der Kleidung macht, sondern gab es dann auch Spezialleute, die Rüstungen bauen konnten und das alles. Und das sind sozusagen erst möglich geworden, weil die Steuer eingeführt wurde. Das heißt, erst durch das Prinzip, dass der oberste Herrscher, den es dann schon gab, gesagt hat, ihr müsst an mich einen Kirchen, also dann die Kirche, Kirchenzehnt, der Herrscher hat, ihr müsst mir Steuern zahlen und diese Steuern müsst ihr in einer von mir festgelegten Form entrichten. Die gab es dann am Anfang auch noch sozusagen in Realmaterialien, das heißt, die Bauern mussten Korn abliefern und ähnliches. Aber so nach und nach hat sich halt durchgesetzt zu sagen, ich will das in sogenannten, ja, das waren dann meinetwegen Goldmünzen, Silbermünzen oder anderen Geldstufen. Und jetzt hatten die Menschen plötzlich die Notwendigkeit, ich muss dem Herrscher ja dieses Zeug zahlen, weil das ist leider nicht mehr in Frage gestellt worden. Und in dem Moment, wie man sich auf die Herrschaft sozusagen diese Möglichkeit, Steuern zu erheben, eingelassen hat, ist auch die Notwendigkeit gestiegen, Märkte zu schaffen. Weil dann musste plötzlich der Bauer einmal im Monat, einmal im Monat zu diesen Märkten gehen und musste irgendein Huhn, eine Kuh oder irgendetwas verkaufen, um diese Einnahmen zu generieren, damit er seine Steuerpflicht nachkommt. Und allein durch diesen ganzen Prozess ist im Endeffekt das Spannende, wie zum Beispiel die Römer damals angefangen haben, mit den Goldmünzen ihre Legionäre zu bezahlen. Und dadurch, dass die Legionäre natürlich das Geld dann ausgegeben haben auf den Märkten, sind sie versorgt worden. Und umgekehrt, damit die Bevölkerung eben diese Versorgung macht, ist, weil die Bevölkerung angehalten wurde, dass sie Steuern zahlen muss in diesen sozusagen Legionärsgeldern, die dort in Umlauf gebracht werden. Also dieser Zusammenhang ist unglaublich faszinierend zu sehen. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand einfällt, ach, ich gehe jetzt mal auf den Markt, weil ich brauche Geld. Nein, es ist sozusagen, der Bedarf nach Geld musste auch erst ganz stark geschaffen werden und er hatte natürlich mit Gewalt im Hintergrund zu tun, weil wer seine Steuern nicht zahlt, ist so wie heute immer noch, er wird im Zweifelsfall eingesperrt oder gefändelt oder was auch immer ihm dann sozusagen an Gefahren drohen. Das sozusagen zum Bild, wie sozusagen dieser Aspekt der Zahlungsmittel sich, ja, bis er gelernt wurde, bis er trainiert wird. Heute wächst jedes Kind damit üblich auf, dass das Geld benutzt werden kann, um Waren zu bezahlen. Aber wenn wir uns eben über die Jahrtausende bewegen, da sehen wir, so selbstverständlich ist diese Kulturtechnik Geld letztendlich dann doch nicht. Und als Beispiel für den letzten Punkt, die Wertaufbewahrung, da haben wir vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum ein wunderbares Beispiel aus dem Mittelalter, das Thema der Brachteaten. Das heißt, es war eine Zeit, in der ganz, ganz viele dieser großen Bauwerke, die wir heute kaum erhalten können, diese großen Kirchen, die Döme und so weiter, diese riesigen Bauwerke, die teilweise über Jahrhunderte gebaut wurden, genauso wie die Festungen, die ja von den Adligen sozusagen errichtet wurden, die sind damals mit einer besonderen Währung errichtet worden, nämlich einer Währung, die nicht gespeichert werden konnte. Weil wenn der Krämer sozusagen das Geld aufgehoben hatte, lief er Gefahr, dass eben der König dann oder halt derjenige, der das Münzprägerecht hatte, der Fürst, eventuell auch ein Kaiser, gesagt hat, ich verrufe jetzt, das heißt, damit ist das Geld sozusagen in Verruf gekommen und es ist sozusagen, man musste dann hin zum König, die alten Münzen sind wertlos geworden und man hat die umgetauschen müssen zu einem von 4:3, das heißt 4 hat man dem König gegeben, 3 hat man wieder rausbekommen und die sozusagen 25% Steuer hat er erhoben. Und das ist teilweise, wenn das mehrmals im Jahr passiert ist, das ist schon ein ziemlicher Verlust, wenn man das sozusagen im Geld aufhebt. Und da ist sozusagen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir davon ausgehen, Geld hätte einen dauerhaften, einen Ewigkeitsanspruch, der sich sozusagen nach dieser Brachteatenzeit wieder durchgesetzt hat.
als nämlich das Machtgefüge gewechselt hat. Das heißt, in der Zeit, wo das Machtgefüge von den Königen und Kaisern im Endeffekt gewechselt hat zu den Händlern, die Medici, die Fugger, in dem Zuge, wie sozusagen die Könige bei diesen verschuldet waren, haben die Fugger und also eben diese ganzen Handelshäuser immer stärker darauf gedrängt, wir sind nicht mehr bereit, dieses zu tolerieren, dass du uns einfach 25% unserer sozusagen mühsam erarbeiteten Geld in irgendeiner Form wegnehmen kannst, sondern wir sagen jetzt, wir wollen ein anderes Geldsystem. Wir wollen, dass es anders funktioniert. Wir wollen, dass diese Münzen auf ewig sozusagen in unserer Hand bleiben können. Und damit hat sich letztlich ja vor etwas über ja, 500, 600 Jahren, wo die Bakteratenzeit letztlich zu Ende gegangen ist, das so gewandelt, dass es für uns heute selbstverständlich scheint, ja, Geld ist doch ein Wertspeicher. Nein, Geld ist kein Wertspeicher, nicht per se. Und die Frage ist, was es uns tatsächlich hilft, also wenn wir diesen Ewigkeitsanspruch haben. Weil für mich ist auch das Bild an der Stelle zu sagen, wenn wir auf der einen Seite versuchen, etwas Ewiges zu schaffen, haben wir das Problem, es ist nicht mit unserer Realität, unserer Lebenswirklichkeit vereinbar, weil wir selber leben nicht ewig. Und so wie wir vergänglich sind, ist die Frage, ob es sinnvoll ist, ein Geld zu schaffen, das sozusagen über uns hinaus wirkt. Weil was passiert dann mit der Freiheit der nächsten Generation? Aber das sind Sachen, die werde ich heute nicht so stark vertiefen. Aber das sind einfach so Anknüpfungspunkte, Gedanken zu sagen, das, was wir heute als Eigenschaften, eben diese drei Haupteigenschaften des Geldes, standardmäßig für selbstverständlich halten. Wir sind in keinster Weise selbstverständlich. Und Geld ist eine Sozialtechnik, eben eine Vereinbarung. Wir haben uns alle darüber abgesprochen, dass wir, wie wir Geld benutzen, dass wir den Euro hier in diesem Gegend, in dieser räumlichen Europa halt benutzen. Und das sind alles Absprachen. Und auch alle anderen Eigenschaften, wie das Geld sich verhalten soll, sind letztlich von uns. Und deswegen sozusagen von diesem Bild der Vergangenheit, wie gesagt, die historische Abfolge, möchte ich einen Blick oder letztlich eine Perspektive darauf geben, was sozusagen meine Gedanken sind. Was ist sozusagen langfristig das, wo ich sage, was ist das Geld, was uns mehr wieder zum einen zu den Menschen bringt, zum anderen eine grundlegende Freiheit hat, dass wir sozusagen von dieser Marktpflicht wegkommen, dass wir letztlich auch dieses in Frage stellen, wieso muss ich sozusagen ja, meine Haut auf den Markt tragen, nur damit ich leben darf? Weil das sind sozusagen die grundlegenden Fragen an dieser Stelle. Und ich habe das sozusagen, also die Bezeichnung Credere, die ja auf dem Thema Vertrauen basiert, weil nochmal dieser Aspekt der Wertaufbewahrung, weil was würde es bedeuten, dass Geld ein Wertspeicher sein soll? Das würde bedeuten, ich trage jetzt dort meinetwegen einen Goldbarren zusammen, lege den dorthin, komme in 1000 Jahren wieder und sage, für diesen Goldbarren hätte ich meinetwegen angenommen, der ist jetzt irgendein Fahrzeug wert und ich will jetzt in 1000 Jahren ein Fahrzeug dafür kaufen. Das ist doch illusorisch, weil weder wird das Fahrzeug existieren, wer weiß, ob wir überhaupt noch irgendetwas Vergleichbares wie Fahrzeuge nutzen. Das heißt, ein Wertspeicher kann ja nicht sein. Gold bleibt ein Kilo Gold, das von mir aus. Aber im Endeffekt, der Wert, der diesem Gold beigemessen wird, ist sozusagen, wer von euch kennt vielleicht die Jules Verne 2000 Meilen unter Meer oder 20.000 Meilen unter Meer? Wie viel ist bei denen Gold wert gewesen? Es war ein Abfallprodukt der Wasseraufbereitung letztendlich. Das heißt, Gold war dort nutzlos. Die haben damit sozusagen ihre Gebäude gebaut, weil es einigermaßen, oder verziert, weil es ist ja viel zu weich, um damit Gebäude zu bauen. Das heißt, es ist alles sozusagen nur eine Frage der Perspektive, was wert ist. Und letztendlich für unsere Gesellschaft, diese Gesellschaft der Arbeitsteilung bedeutet Wert, das heißt, das, was andere Menschen, und sei es auch indirekt durch Maschinen, für uns erschaffen, das ist der Wert. Und das heißt, Geld ist nicht sozusagen per se der Wert, sondern das, was die Menschen davon machen. Das heißt, es ist viel direkter zu sagen, wir Menschen untereinander, wir sind diejenigen, die einem beliebigen Geld in irgendeiner Form Wert geben und das auch nur jetzt. Das heißt, da ich euch nicht einfrieren kann, zu sagen, in 1000 Jahren baut ihr mir das Auto, das ich mit diesem Gold bezahlen will, dann müsste ich jetzt hier alle Ingenieure, das ganze VW-Werk einfrieren, einmotten, zu sagen, damit das in 1000 Jahren verfügbar ist. Das ist doch illusorisch. Es ist nicht möglich, sozusagen diesen Wert der Arbeitsleistung, der Kraft, der Technik, was alles möglich ist, zu speichern. Das heißt, dieser Wertspeicher existiert nicht. Es ist im Endeffekt eine Fiktion, zu glauben, dass ich das, was ich mit Geld anstellen kann,
als Wert speichern kann. Weil es hängt immer von den Menschen ab. Lass die Menschen in 100 Jahren ausgestorben sein, du wirst mit Geld auf diesem Planeten nichts anfangen können, bis du nicht wieder jemanden hast, der dir für Geld irgendetwas tut. Also das sozusagen von den Bildern zu sagen, das aufzubrechen, nicht Geld hat den Wert und auch nicht die Fähigkeit, etwas zu speichern, sondern wir als Menschen haben die Fähigkeit, unsere Kräfte einzusetzen. Und die sind beschränkt. Weil dadurch, dass im Endeffekt, wenn der Tag heute vorbei ist, könnt ihr nichts davon, was ihr heute hättet tun können, morgen machen. Weil morgen ist ein neuer Tag. Morgen, die Zeit ist sozusagen, so wie Zeit nicht gespeichert werden kann, kann eben auch kein Wert gespeichert werden, der in dieser Zeit erschaffen werden muss. Und wie gesagt, zu der Vision Credere, soll das sozusagen zukünftig funktionieren? Das heißt, es gibt eine Währung, die anders in Umlauf kommt. Das heißt nicht, also ich werde jetzt nicht auf die Kreditgeldschöpfung und so weiter eingehen, aber prinzipiell wird es so sein, in Credere bekommt jeder einen gewissen Geldbetrag. Einfach nur, um sozusagen mit diesem Geldbetrag seine notwendigen Bedürfnisse, seinen alltäglichen Bedarf, Miete, Heizung, Lebensmittel, Kleidung sozusagen zu decken. Und das bedeutet, am Anfang zum Beispiel starte ich mit 100 Credere, was sozusagen einer Kaufkraft von 100 Euro entsprechen soll. Und in diesem Bild bedeutet es dann, das bekommt jeder Mensch, einfach nur weil er Mensch ist. Er bekommt es nicht als Schuld, nicht als Kredit, nicht als etwas, was er zurückgeben muss, sondern er bekommt es letztlich als Anerkennung dessen, weil wir uns dann tatsächlich darauf einigen, zu sagen, ja, wir erkennen das Leben von anderen Menschen an. Wir müssen kein Recht deklarieren, um sozusagen daran zu hindern, dass ich anderen Menschen ja letztlich das Recht auf Leben aberkenne, sondern im Gegenteil, es wird selbstverständlich zu sagen, mit unserer heutigen Arbeitsteilung, der letztlich auch Entfremdung von Mensch zu Mensch, aber trotzdem zu sagen, jeder bekommt die Möglichkeit, diese Basis zu sagen, sein Leben zu sichern in Freiheit, in Selbstbestimmung. Und das ist dann sozusagen so weit angedacht, je mehr Menschen mitmachen, desto höher wird dieser Betrag. Einfach nur aufgrund der heutigen Systematik, der Geldwirtschaft, dieser ganzen Abhängigkeiten, die da drin stecken. Das heißt, wenn in Deutschland von den 80 Millionen, 40 Millionen mitmachen, erhöhen wir den Betrag auf 500. Und danach steigt der Betrag weiter bei 80 Millionen bis auf 1000. Das ist dann sozusagen der absolut gedeckelte Betrag. Das heißt, jede Person hätte dann maximal 1000 Credere, 1000 Euro sozusagen für seinen Alltag zur Verfügung. Und wenn er mehr braucht, dann kann er immer noch sozusagen tätig werden für andere, die sagen, ja, ich brauche deine Leistung, ich möchte gerne das, was du zu geben hast, in Anspruch nehmen und honoriere dich damit dafür, mit dem Geld, was ich sozusagen jeden Monat bekomme, weil ich brauche es für andere Dinge nicht. Das heißt, es ist aus meiner Sicht sinnvoll, das heutige Marktgeschehen aufrechtzuerhalten, aber sozusagen mit anderen Spielregeln. Darf man was fragen kurz? Ja, Verständnisfrage. Ist da ein Unterschied jetzt zu dem bedingungslosen Grundeinkommen? Ja, der Unterschied ist an der Stelle, erstmal wir einigen uns freiwillig darauf, das heißt, es gibt keinen Anspruch darauf, sondern wir sagen, du bekommst es und die Finanzierung ist eine andere. Weil das bedingungslose Grundeinkommen, was in der Regel diskutiert wird, basiert immer auf irgendeiner Form Steuermodell. Das ist egal, ob man das Mehrwertsteuermodell nimmt oder ob man ein Einkommensteuermodell nimmt mit Take-Half von wegen 50% Einkommensteuer und so weiter. Diese bedingungslosen oder scheinbar bedingungslosen basieren immer darauf, auf der staatlichen Gewalt in der Lage zu sein, sozusagen anderen etwas wegzunehmen. Und genau das soll hier nicht stattfinden, weil es soll alles auf Freiwilligkeit basieren. Das heißt, das Geldsystem wird sozusagen geschaffen, jeder bekommt es erstmal, ohne dass irgendetwas passiert, weil wir schaffen es direkt. Wir müssen es niemandem vorher wegnehmen. Und damit das ganze System funktioniert, kommen noch ein paar Spielregeln dazu. Das eine habe ich ja gerade gesagt, wie die Schöpfung funktioniert, aber es gibt auch ein Gegengewicht. Und dieses Gegengewicht sieht so aus, dass es regelmäßig zerstört wird. Das ist sozusagen in Anlehnung von Gesell, wer sich damit ein bisschen auskennt, aber es ist nicht das Gleiche. Weil bei Gesell, es war dazu sozusagen eine Gebühr, das heißt, es wird wieder eine Steuer auf das Geld erhoben. Das soll es nicht sein. Auch die Tobin-Steuer ist eine Steuer auf Transaktionen. So soll es nicht funktionieren. Oder es soll tatsächlich so funktionieren, wenn ich die 100 Credere dann einen Monat liegen lasse, dann wird 1% davon vernichtet. Das heißt, ich habe am Monatsende nur noch 99 Credere da drauf. Aber es ist egal, ob ich die Credere letztlich ausgegeben habe, wenn sie beim Händler liegen, bei dem Angestellten des Händlers oder bei dem Dienstleister, der sozusagen dort wieder aktiv wird. Es ist egal, wo dieses Geld liegt, weil es ist sozusagen rein elektronisch in Umlauf und es kann eben an der Stelle jederzeit verringert werden. Das heißt, es löst sich wieder auf, es kommt an die Stelle zu den Menschen, wo im Endeffekt das Leben unterstützt werden soll. Aus dem Bild, im Endeffekt, es regnet herunter wie Wasser. Es schafft erstmal im Endeffekt das Leben. Die Pflanze, der Mensch kann sich entwickeln. Aber dann irgendwann verdunstet das Wasser wieder.
Und so verdunstet im Endeffekt auch das Geld. Es löst sich wieder auf, um letztlich wieder an einem anderen Menschen hinabzuregnen und sozusagen damit auch einen Kreislauf zu schaffen. Das heißt, es geht nicht darum, einen Ewigkeitsaspekt zu haben, zu sagen, ich kann Geld dauerhaft sparen, weil wie gesagt, dieses Sparen ist Illusion. Dass ein Rentner morgen noch seine Wohnung bezahlen kann, das ist nicht das Thema. Die Frage ist, wird er morgen noch das Holz oder das Öl haben, um seine Wohnung zu heizen? Da wird ihm kein Geld der Welt helfen, wenn Russland, wenn da sozusagen der Bruch entsteht und wir sagen, wir bekommen kein Öl mehr. Dann wird ihm Geld nichts helfen. Das heißt, es geht im Endeffekt immer darum, die Beziehungen zwischen den Menschen sind das Entscheidende und nur die sind sozusagen zu unterstützen. Und deswegen hier auch diese beiden Kurven. Dadurch, dass er sozusagen es absolut ausgezahlt wird, steigt es am Anfang relativ schnell an. Weil ich habe im Endeffekt jeden Monat sozusagen, ich zahle 100 aus und es geht nur ein Kriterium wieder weg. Das heißt, im nächsten Monat sind dann 200 da, beziehungsweise dann 199, weil einer hat sich ja schon wieder aufgelöst. Und dann, deswegen ist es hier am Anfang ein sehr steiler Anstieg. Aber wenn man sich das im Endeffekt anschaut, nach 100 Monaten ist im Endeffekt 100 mal 100, sind im Endeffekt 10.000, die auf dem Konto liegen. Und bei 10.000 ist es 1% 100. Das heißt, sozusagen der Maximalbetrag am Anfang wäre pro Person 10.000 Kredere und dann wäre Schluss. Danach würde die Geldmenge pro Person, deswegen sozusagen Geld pro Person, würde nicht wachsen. Wenn wir uns das jetzt angleichen oder vergleichen im Endeffekt zu dem Geld, das wir heute haben, beim Euro ist es so, wir merken am Anfang relativ lang, also sozusagen in den 50ern hat also damals noch die D-Mark gut funktioniert, weil man hat kaum gemerkt, wie sie entwertet wurde. Inzwischen, wo wir jetzt beim Euro sind, merkt man langsam, die Dinge werden spürbar teurer, gerade auch zur Umstellung und so weiter, hat man deutlich angenommen, wie die Preisschraube nach oben geht. Und diese Zahlen werden sich immer weiter beschleunigen, weil letztlich jedes prozentuale Wachstum ist exponentielles Wachstum. Jedes, egal ob ich 1%, 5%, 10% dran schreibe, es ist nur die Frage, wie steil die Kurve ist, sie wird auf jeden Fall exponentiell werden. Und das ist sozusagen, es gibt, kann man immer dann schauen, zu welchen Zeiten das letztlich stattfindet. Sozusagen aktuell dürfen wir vielleicht noch irgendwo hier sein, weil wir haben aktuell vielleicht so 3 Billionen sozusagen Euro als Geldmenge. Aber wir werden letztlich in den nächsten Jahren diesen Punkt durchstoßen und dann wird mehr Geld im Umlauf sein pro Kopf, als wir mit Kredere je erzeugen müssten für diese, selbst bis zu diesen 1000 Kredere im Monat. Und das ist sozusagen das Spannende. Das heißt, dieses System geht in eine Stabilisierung. Das heißt, es hat dann eine stabile Phase, wo ich mich auch darauf verlassen kann, wo ich letztlich auch sage, was sind die wichtigsten Elemente, die ich als im Endeffekt sozusagen ja, Geldtheoretiker, die ich im Geld beibehalten möchte. Das sind diese beiden Funktionen. Ich möchte, dass im Endeffekt die Geldpreise einen für mich sinnvollen Aspekt darstellen, dass ich mit diesen Preisen etwas anfangen kann, um sie zu vergleichen, letztendlich zu meiner Lebenszeit, da sage ich gleich noch was dazu, und dass ich dieses Geld vernünftig als Zahlungsmittel verwenden kann. Wenn wir uns an die Hyperinflation in Deutschland erinnern oder wer auch sozusagen nach Südamerika, Brasilien, als die sozusagen zweistellige Inflationsraten jedes Jahr hatten, das heißt, da war im Endeffekt dieses Zahlungsmittel komplett gestört, weil die Leute haben es entweder versucht, so schnell wie möglich auszugeben oder sich gar nicht erst in Geld bezahlen zu lassen, sondern irgendwelche Substitute zu finden, um sozusagen das zu umgehen. Und das ist, dabei ist es doch im Moment sehr praktisch, so wie wir die Supermärkte verwenden können. Also deswegen für mich Schwerpunkt diese beiden, weil diese Funktion, wie ich ja erklärt habe, ist Illusion. Zurück zu der Preisfunktion. Weil letztendlich die Entscheidung darüber, was ich bereit bin, sozusagen für ein Brot auszugeben, für ein Auto auszugeben, hängt vor allen Dingen wieder damit zusammen, welche Beziehung habe ich, wie ich an Geld komme. Wie schwierig ist es für mich im Endeffekt, 10.000 Euro oder 1 Euro zu bekommen? Und damit habe ich sozusagen die Mischung darin, zu sagen, ist mir ein Brot von meiner Lebenszeit, weil ich muss entweder eine halbe Stunde arbeiten, vielleicht muss ich auch eine Stunde arbeiten, um 10 Euro zu verdienen. Ist mir das Brötchen beim Bäcker es wert oder kaufe ich es lieber im Supermarkt, weil mir sozusagen meine eigene Zeit, die ich aufwenden muss, um an dieses Geld zu kommen, zu teuer ist. Das wird sich eben mit den Kriterien ein bisschen verschieben, weil ich habe eine Basis, eben die 100 bis 1000 Kriterien, die ich im Monat habe. Das heißt, da kann ich sagen, okay, meinen Lebensunterhalt kann ich damit fristen. Wenn ich mehr brauche, muss ich irgendetwas irgendjemandem anbieten, um von ihm das Geld zu beziehen. Und deswegen, das ist auch noch etwas, die Vorstellung, dass wir im Supermarkt Geld ausgeben,
und wir sozusagen paritätisch Güter tauschen. Ist auch Illusion. Weil wenn wir uns das genauer anschauen, wir geben nicht das Geld für etwas aus, was wir genauso bewerten wie das Geld, was wir weggeben. Sondern normalerweise geben wir so viel Geld aus, wie wir erwarten, dass wir mehr bekommen. Das heißt, in dem Moment, wo es tatsächlich sozusagen einerlei wird, dass das Brötchen und dieser Euro mir genauso gleich wert ist, dann habe ich gar keinen Grund mehr, das Brötchen zu kaufen. Wenn ich aber Hunger habe, würde ich wahrscheinlich sogar 5 Euro für das Brötchen ausgeben und dann ist es doch locker leicht, diesen 1 Euro zu geben, weil mir die Bewertung zu diesem Zeitpunkt im Endeffekt eine ganz andere ist. Und das ist im Endeffekt auch die, auch sozusagen in der Geldtheorie zu glauben, Geld würde dafür sorgen, dass wir gleiche Werte austauschen. Nein, im Endeffekt, Geld automatisiert die Übervorteilung des anderen. Das heißt, wenn im Supermarkt der Preis dort dran steht, dann ist es für mich ideal, dann sage ich, das ist mir wert, das ist mir wert, das ist mir wert. Nee, also für das Zeug, das interessiert mich nicht. So ein Zeug esse ich nicht, das kaufe ich nicht und für den Preis schon gar nicht. Das heißt, das ist sozusagen letztlich im Hintergrund läuft unsere Schranke, wie schwierig ist es für mich, an Geld zu kommen. Und da wird es auch spannend, wenn ich nämlich überhaupt nichts mehr tun muss, um an Geld zu kommen, geht dieser Mechanismus verloren. Das heißt, ich habe dann keinen Bezug mehr im Endeffekt sozusagen die leistungslosen Einkommen aus Kapitaleinkünften. Wenn die irgendwann so eine hohe Schranke erreichen, dass sie sozusagen meinen Lebensbedarf komplett decken, dann habe ich die Schwierigkeit, was ist denn noch etwas wert? Das heißt, überall, wo ein Preis dran steht, habe ich keinen Bezug mehr zu diesem Preis, weil ich verliere ja meinen individuellen Bezug dazu, weil er zu meinem Leben, zu meiner eigenen persönlichen Zeit überhaupt keine Verbindung mehr darstellt. Und deswegen sind sozusagen ab einem gewissen Niveau, ich glaube, es gibt auch diese Apple Watch und so weiter mit Gold und so weiter für 40.000 Euro. Wer hängt sich etwas für 40.000 Euro ans Armgelenk, wenn jemand dafür 2 oder 3 Jahre sparen müsste? Aber anders sieht es aus, wenn sozusagen eben kein Bezug zu diesen Zahlen mehr im Persönlichen da ist. Dann werden solche Preise verständlich, weil es geht nicht mehr im Endeffekt darum, sondern es geht im Endeffekt einfach nur, es sind Zahlenspiele. Das ist das, wenn jemand Computer spielt und ein bisschen es gibt aktuell solche netten Computerspiele, wo sozusagen dieser Kapitalismus auf die Schippe genommen wird. Da geht es nur darum, ein paar Investments zu kaufen, die dann ganz viel, ganz schnell Rendite machen. Und das sind so eine exponentielle Form, da kommen absurde Zahlen zusammen. Aber das ist im Endeffekt das Spiel. Nur etwas sozusagen beschleunigt zu dem, was wir heute im Kapitalismus haben. Es geht darum, dass Aktienbewertung zum Beispiel, es hat keinen Bezug, dass die irgendeinen realen Wert widerspiegeln, sondern genau an der Stelle sehen wir, wie sozusagen Geld und Realität jeden Zusammenhang verliert. Weil die Summen, die sozusagen an der Börse bewegt werden, die Summen, die Fondsmanager in Millionen und Milliarden bewegen, dazu hat man keinen persönlichen Bezug mehr, weil wie würde ich das in Lebenszeit ausdrücken? Wie lange müsste ich arbeiten, wie lange müsste ich eine Tätigkeit bekommen, um 1 Milliarde Euro letztlich für mich sozusagen anzusparen? Und genau deswegen spielt in diesen Sphären sozusagen die Werte solche verrückten Kurven, weil sie nirgendwo dran gebunden sind. Und das sozusagen auch hier, das Ziel zu sagen, hier ist sozusagen die Substanz geerdet. Und deswegen für mich auch das Bild zu dem Wertspeicher, das Umdrehen dieses Bildes. Heute, Geld ist ein Anspruch. Ich habe Geld, jetzt habe ich das Recht darauf, von dir das und das zu bekommen. Und nein, im Endeffekt, um das Ganze umzudrehen, Geld ist nicht das Recht darauf, etwas zu beziehen, sondern die Verpflichtung, sozusagen für mich, die Leistung eines anderen in Anspruch zu nehmen. Weil ich habe meine Leistung gegeben und bin dafür entlohnt worden. Und dann, wenn ich den Gedanken umdrehe und sage, okay, aber jetzt habe ich nicht das Recht zu sagen, du hast jetzt zu tun, sondern jetzt habe ich die Verantwortung, die Pflicht zu sagen, auch ich bin bereit, deine Leistung anzuerkennen, auch von dir etwas zu beziehen. Auch du bist jemand, der etwas zu geben hat. Sozusagen, wie gesagt, das sind alles nur Bilder, die aus meiner Sicht letztendlich zu einer anderen Gesellschaft führen und umgekehrt. Dieses Ändern dieser Bilder im Kopf, was Geld ist, wie Geld funktioniert, wird aus meiner Sicht genau dieses Element sein, mit der Veränderung in den Gedanken, mit den Veränderungen dieser Bilder, die wir im Kopf haben, was Geld sei, wozu Geld zu benutzen ist. Mit diesen anderen Wegen, es ist sozusagen alles Step by Step. Wir verändern unsere Vorstellung davon, was Geld sein soll, wie Geld funktionieren soll und brauchen dann natürlich auch eine andere Währung, so wie es heute auch schon die ersten Banken gibt, die sagen, sie gucken ethische Investments an, das heißt, die nachhaltig sein sollen und. Wie viel auch immer dann da jeweils an Substanz dran ist. Aber das ist letztlich das Umdenken. Das heißt, nicht Geld macht den Menschen, sondern der Mensch macht das Geld. Und wir entscheiden eben an der Stelle, wie sollen diese einzelnen Regeln
wie sollen auch Märkte in Zukunft funktionieren? Wir müssen Märkte nicht abschaffen. Zurück zur Subsistenzwirtschaft ist, wenn wir weiterhin Elektronik, Computer, Handys und so weiter nutzen wollen, ist es nicht sinnvoll, zur Subsistenzwirtschaft zurückzukehren. Aber die Frage ist, nach welchen Regeln bringen wir diese Ressourcen zusammen, nutzen sozusagen die Intelligenz, die Kraft dieser im Endeffekt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu etwas, was uns nützlich und sinnvoll ist, aber nicht gegen die anderen Menschen, sondern mit diesen anderen Menschen. Und ja, soweit letztlich sozusagen meine Bilder, was mich bewegt. Gerne jetzt ist Raum für Fragen und vor allen Dingen für die Diskussion, für den Austausch, weil genau davon, genau da geht es ja im Endeffekt darum, darüber nachzudenken, in Frage zu stellen, zu kritisieren, anzunehmen, zu erkennen. Im Endeffekt, Erkenntnis passiert nur im Dialog. Nur wenn ich im Endeffekt etwas Neues erfahre, etwas Neues anfange zu denken, kann ich überhaupt Erkenntnis gewinnen, weil von alleine stellt sich die nicht ein. Und genau, freue ich mich darauf, mit Ihnen allen jetzt zu sprechen.